Der Clownfisch. Dieser hier kann etwas, das konservativen Meeresbewohnern wahrscheinlich Kopfschmerzen macht. Der Clownfisch kann nämlich sein Geschlecht wechseln. Und das hat mit Macht und mit Kraft zu tun, aber der Reihe nach. Am Anfang schlüpft ein Baby-Clownfisch und der verlässt seine Heimatanemone, um ins weite Meer zu schwimmen. Er kann nicht anders. Das ist ziemlich gefährlich und nur die stärksten Baby-Clownfische kommen durch. Irgendwann kommen sie zurück zu einer Anemone und versuchen, sich einem Schwarm anzuschließen. Das sind richtig taffe Kerle und ein Weibchen. Sie ist das stärkste Tier in der Gruppe und alle Männchen ordnen sich unter. Wenn das Weibchen aber mal stirbt, dann rückt das stärkste Männchen der Gruppe nach und innerhalb von einer Woche wird es zu einem Weibchen. Und weil das neue Weibchen ja auch das stärkste Männchen war, bleibt das Weibchen das stärkste Tier der Gruppe.